Hallo ihr Lieben, ich mache heute eine leckere, gesunde Haferflockenwaffel zum Frühstück. Wenn ihr Lust habt, zeige ich euch, wie das geht. Für das leckere, gesunde Frühstück verrühre ich jetzt ein Ei mit einem Esslöffel Topfen und zwei Esslöffel Haferflocken. Würze das Ganze. Salz, bisschen Basilikum, Petersilie, je nach Geschmack, und dann wird das Ganze verrührt. Die Haferflockenmasse ist jetzt schon durchgerührt. Jetzt werde ich das Waffeleisen aufdrehen. So, die Waffel ist nach ein paar Minuten schon fertig. Jetzt gebe ich noch ein bisschen geriebenen Käse drauf, aber ihr könnt auch was anderes drauf geben. Auf meine Waffel gebe ich noch ein paar frische Tomatenscheiben, ein bisschen würzen, und ein gesundes, köstliches Frühstück ist schon fertig.